und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Heute gibt es wieder mal ein Fischgericht und zwar machen wir uns ein Saltimbocca vom Kabeljau. Das ist total was Tolles. Kann man in der Pfanne machen, funktioniert natürlich am Grill genauso. Ganz, ganz toll für die Grillzeit hat man dann nochmal was anderes. Wir machen uns dazu so Mini-Kartoffeln. Die habe ich mir da schon mal aufgestellt, die köcheln schon. Und ein Ofengemüse machen wir uns dazu. Ofengemüse in unserem Fall nehmen wir Paprika, ein Fenchel, Zucchini, Frühlingszwiebeln. Da kann man natürlich reinschnipseln, was man halt gern mag. Aber bevor wir loslegen, die Zutatenliste. Die Kartoffeln kochen ja schon, das habe ich eh schon gesagt. Und jetzt werden wir uns noch das Ofengemüse vorbereiten. Das schneiden wir jetzt einmal alles in ein bisschen größere Stücke. Das schaut nämlich ganz toll aus. Ein Fenchel habe ich mir dort geviertelt. Den Strunk schneide ich mir heraus. Und dann schneide ich mir einfach so ein bisschen größere Stücke herunter. Aber ich werde das Ganze jetzt wieder mal hexen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Hex, hex. Das hat ja wieder wunderbar geklappt. Und wie ihr seht, wir haben das alles ein bisschen größer geschnitten, weil wenn das dann im Backofen ist, ist das einfach besser, wenn das ein bisschen noch einen Biss hat und so weiter. Knoblauch habe ich mir zum Beispiel ein bisschen größere Scheiben geschnitten, also ist auch mal was. Das Ganze nehmen wir so ein Reindl, so eine Auflaufform, und da gebe ich mir Olivenöl hinein, das passt da am besten. So, und da geben wir jetzt einfach unser geschnittenes Gemüse hinein. Das Ganze werden wir jetzt ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer und ein bisschen was von meinem Hex-Hex, also mein Gemüsesuppenpulver. Die Tomaten haut man da nebenbei ab. So. So, also ordentlich würzen, salzen, pfeffern. Ein bisschen durchrühren und ab in den Ofen. Den Ofen habe ich mir schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und so geben wir es einmal für 20 Minuten rein und dann schauen wir, ob es ein bisschen braucht. Aber es darf ruhig ein bisschen knackig sein noch. Während unser Gemüse im Ofen schmort, werden wir uns den Fisch vorbereiten. In unserem Falle haben wir einen Kabeljau. Ich mag den nämlich am liebsten. Das ist absolut mein Lieblingsfisch. Dazu brauchen wir Speck. Wir nehmen einen Bauchspeck, ein Parmaschinken ist natürlich auch super gut. Da kann man, oder ein Schwarzwälder Schinken, da kann man umwickeln, was man mag. Es sollte halt ein Speck sein. Diesen Kabeljau, ich habe mir heute einen frischen gekauft, habe ich mir mal so der Länge nach der Mitte geteilt und dann schneiden wir uns einfach so Stücke herunter. Und die dürfen ruhig ein bisschen dicker sein, so größere Würfel sind es fast, gell? Weil dann kann man es richtig schön anbraten in der Pfanne und der ist nicht so sofort durch. Weil wenn der dann drinnen noch ganz leicht glasig ist, ist er halt ganz am besten. Gell? So, die Stücke sind geschnitten, jetzt werden wir mal würzen mit Salz und Pfeffer. Fisch verträgt viel Salz. So. Da habe ich mir sogar schon einen Salbei vorbereitet, da habe ich mir ein paar Blätter heruntergezupft. Jetzt hat man ja alles im Garten um die Zeit, das ist ja so herrlich. Also wir nehmen heute einen Salbei, aber man kann wunderbar auch eine Rosmarin einstecken, das ist auch total super gut. Man kann das ja ein bisschen abwechselnd machen, gell? So, also dann legen wir auf das Stückchen ein Salbeiblatt. Dann eine Scheibe Speck und das Ganze wickeln wir so ein, dass vom Fisch links und rechts nur ein bisschen was rausschaut. So. So schaut das ganz nett aus und so werden wir die mal alle vorbereiten. Wisst ihr übrigens, was Saltimbocca heißt? Saltimbocca heißt spring in den Mund. Das Gericht ist nämlich original mit Kalbfleisch, aber das Gericht ist so gut, dass das unbedingt in den Mund springen muss. Das heißt es.
Ich werde das jetzt fertig machen und dann sehen wir uns wieder. So, das Ofengemüse ist in 5 Minuten fertig. Und jetzt werden wir gleich mit unserem Fisch starten. Das geht nämlich ganz schnell. Die Pfanne habe ich mir schon aufgestellt. Für den Fisch, da habe ich jetzt aber normales Öl reingegeben, kein Olivenöl. Normales Öl und unsere Mini-Kartoffeln, die werden wir uns ein bisschen anbraten. Ich habe mir ein bisschen Kräuterbutter in die Pfanne gegeben. Wer das nicht hat, ist gleich, gibt halt einfach nur ein bisschen Butter hinein. Einmal halbiert und so werden wir es jetzt mit der Schnittfläche nach unten in die Pfanne geben. Dann kriegen sie eine schöne Kruste. Und durch diesen Kräuterbutter natürlich auch einen tollen Geschmack. So. Und so geht das jetzt eigentlich ratzfatz. Das ist gleich einmal fertig. Das Öl ist auch heiß genug. Nicht zu heiß braten den Fisch. So bei mittlerer Hitze. Fleisch bratet man immer ganz fest an, ganz stark bei großer Hitze. Aber so ein Fisch, das ist ja sowas Zartes, einfach nur bei niedriger oder mittlerer Hitze. Am besten ist, man gibt den Fisch dann immer so in die Pfanne, wo der Speck abschließt. Das Stück geben wir zuerst so ein. Das verbindet sich dann und das geht dann mit auf. Dann bleibt der Speck schön rundherum am Fisch. Und da brutzelt es auch schon, da schalten wir schon mal zurück. Toll. Ein ganz tolles sommerliches Gericht. Einfach und da ganz was Besonderes. Und da braucht man einmal gar keine Soße dazu. Durch diese würzigen Kartoffeln und dieses Gemüse, das Gemüse lässt natürlich ein bisschen Saft und das Olivenöl, die Gewürze, wenn man das so dazu gibt, das ist einfach traumhaft. Unser Salz in Wokka ist jetzt fertig. Die Kartoffeln haben eine leichte Farbe gehabt, die sind ganz knusprig. Und da werden wir einfach nur ein bisschen mit ein bisschen grobem Salz aus der Mühle drüber setzen. Mehr braucht man da nicht. Das herrliche Gemüse dazu. Der Fisch nur kurz rundherum gut anbraten, damit er drin noch ganz leicht glasig ist. Das wäre halt hervorragend. Jetzt werden wir uns das Ganze ein bisschen anrichten. Und schon haben wir wieder ein wunderbares, leichtes, sommerliches Sonntagsessen, sage ich mal. Ich glaube, das mag die ganze Familie. Vielleicht hat euch meine Art vom Salz in Wokka gefallen. Dann probiert es aus, macht es nach. Es war wirklich keine Hexerei. Bis zum nächsten Mal.